Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's extrem beschissen, weil ich mich jetzt wieder mit Sachen auseinandersetzen muss, auf die ich eigentlich überhaupt keine Lust habe. Thomas hat mal wieder Revi-Memes rausgesucht, meine Freunde. Und ihr wisst, wie unglaublich sehr ich die Revi-Memes liebe. Ich liebe sie einfach, die Revi-Memes. Also, größtenteils sind sie dann mehr so, dass ich das verstehe und so. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen und für mich. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir reden gar nicht drum herum, sondern fangen direkt an und schauen direkt mal rein. Ein paar dieser Revi-Memes. So, meine Haare sehen mal wieder extrem geil aus heute. Paul, dieser Revi-Memes kommen natürlich von meinem allseits geliebten Subreddit, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall vorbei, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. So, Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem ersten Bild. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Von Rivera diesmal. Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio. Sollen sie doch alle selber eine Pizza mitnehmen. Oh Mann, es geht schon wieder los. Es geht direkt wieder los. Mit Flachwitzen, die flacher sind als Flachwitze aus der kommt flach. Ich weiß nicht, ich kriege nicht mal einen Vergleich dafür hin. Wie, wo findet man denn solche Sprüche? Gibt es extra eine Seite, die einfach Scheißwitze für revimemes.de heißt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mit der Pizza im Fitnessstudio ist auf jeden Fall mein täglicher Grind. Wenn Leon und ich da sind, essen wir durchgehend Pizza, auf jeden Fall. Ein neuer Weltrekord beim 100-Meter-Lauf. 65 Meter. Oh Gott, Alter. Mann. Yo. Ein neuer Weltrekord beim 100-Meter-Lauf. 65 Meter. Vor allem, was ist das im Hintergrund? Da ist es Dena? Thomas? Sowas witzig? Ich fand es super. Ja gut, Leute, Thomas ist auch noch ein bisschen... Ja, das Ding ist ja auch, Thomas ist, glaube ich... Die Krone der Schöpfung in Person und wird die Weltherrschaft übernehmen. Ja! Nächstes. Wollen wir auf ein Date? Ja, am 31. Februar. Der Witz ist nämlich, dass es den 31. Februar ja gar nicht gibt. Der Februar hat ja nur 29 Tage maximal im Schaltjahr. Ist das überhaupt richtig oder sind es 28? Ich weiß es nicht. Ja, lustig auf jeden Fall, lustig. Im Hintergrund Lazy Town zu sehen, ganz schön, auf jeden Fall mein Grind, mein Life. Generell ist dieses Meme sowieso schon so schwachsinnig, weil ich würde niemals Avive nach einem Date fragen, tatsächlich. Das wäre ja so, als würde ich Avive nach einem Date fragen. Willst du ein Skateboard für 100 Euro? Kann man am Preis das machen? Klar, 120, ich meine billiger. 20? Ja, okay, dann 100. Ja, okay, das finde ich witzig, weil das ist genau mein Humor, das ist nämlich schön stumpf und dumm. Ja, sowas bringt mich immer beim Lachen dann um, hahaha. Nee, weiß nicht, finde ich cool, finde ich lustig, Thomas? Ja. Glaubst du, dass eine Vertragsverhandlung zwischen uns beiden genauso aussehen würde? Ich habe das genommen, weil du mich vielleicht auch immer so abziehst. Das stimmt wirklich und Thomas kommt am Ende dann und denkt dann, warte mal, ich habe jetzt 20 Euro gespart und dann bin ich derjenige, der mit dem Plus rausgeht. Glaubt ihr, Thomas bekommt behalten? Scheiße, hier. Welche Vögel können ich hören? Die Tauben. Och, Junge, Alter, Mann. Manchmal ist es einfach so flach, dass man ist. Also, wisst ihr, es gibt Flachwitze. Es gibt Flachwitze, da muss man ganz kurz so ein bisschen nachdenken. Und dann gibt es diese Flachwitze, die kommen einfach instant in dein Face geflogen und du verstehst ihn direkt und denkst dir dann, entweder ist es der totale Brüller oder du denkst dir einfach so, au, au, mein Gehirn, aua. Das ist so einer dieser, au, mein Gehirn. Ja, die Taubenvögel können nicht hören. Ja, die Tauben ist ja doppeldeutig. Ich wäre jetzt wieder bereit für was Festes. Sebastian hat seit 3 Tagen Durchfall. Ja, man kennt mich natürlich, Leute, mit 3 Tagen Durchfall, das bin ich, immer wieder am Start. Den Spruch habe ich tatsächlich jetzt auch schon mehrfach gelesen auf irgendwelchen Facebook-Mutti-Seiten. Ich weiß hier jetzt nicht, wo die Inspiration herkommt. Ne, ich will jetzt hier nichts unterstellen. Aber wir sind immer noch in Deutschland, Leute, und ganz wichtig, Humor wird hier klein geschrieben. Also mach bloß weiter so. Ich habe geweint, als mein Papa die Zwiebeln gehackt hat. Ich vermisse Zwiebeln. Sie oh, Junge. Ich habe geweint, als mein Papa die Zwiebel zerhackt hat. Ich vermisse Zwiebel. Sie war eine tolle Katze. Also, ja, finde ich witzig, weil es ist halt sehr, sehr schwarz. Ja, doch, doch, kann man auf jeden Fall feiern. Die Frage ist halt nur, welcher Mensch nennt seine Katze Zwiebel? Also, freiwillig. Würdet ihr das? Ich würde es nicht machen. Was soll ich meiner Freundin schenken? Wie sieht sie denn aus? Hübsch. Dann schenke ihr meine Nummer. Oh, oh, Klingern. Alter, hier, Mr. Joko von YouTube, Digga, mit der Brille, Alter. Richtig heißer Boy auf jeden Fall. Gut, ich meine, wenn man sich das hier ganz genau anguckt, da kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Da will natürlich niemand was mit zu tun haben. Ja, Klängern, auf jeden Fall extrem guter Hammerspruch. Puh, ich glaube, ich habe mir den Nacken verdreht. Ist der steif? Ja, aber mein Nacken macht mir gerade mehr Sorgen. Gotcha! Okay, nice. Den finde ich, doch, da gibt's ein kleines, wartet mal. Von mir. Finde ich auf jeden Fall, ich mach's nochmal ganz kurz. Ja, doch, kann ich auf jeden Fall feiern. Finde ich auf jeden Fall cool. Da ist es halt wieder ganz geil, wisst ihr, ich liebe es halt, wenn tatsächlich die Blicke komplett passen. Dieses, oh, ich glaube, ich habe mir gerade den Nacken vergeht, dann ist der steif und dann so, ja, aber mein Nacken macht mir gerade mehr Sorgen. Dann Jodys, Das ist immer ganz cool, wenn ihr es halt schafft, quasi die perfekten Mimiken auf diese Sachen zu finden. Finde ich immer extrem dope. Lache ich drüber, finde ich nice. Schöne Jacke, die ihr da anhat. Super. Ich liebe Filme, bei denen ich am Ende mein Taschentuch brauche. Ich auch. Oh. Oh. Ich glaube, ich
glaube, da ist die Intention, dass ich eigentlich einen anderen Film meine. Auf der Pose stand 2 bis 4 Jahre. Ich habe es in einem geschafft. Och Mann, es ist so stumpf einfach. Und das Blödste dabei ist, Leute, ich kann mir ganz genau vorstellen, dass das ein Satz ist, den ich meinen Eltern an Weihnachten erzähle. Wenn ich da stehe, Leute, ich bedanke mich nochmal herzlich für das Puzzle, was ihr mir vor 2 Jahren geschenkt habt. Ich habe es jetzt endlich hinbekommen, ja. Obwohl 27 Teile drin sind, habe ich es ganz alleine geschafft. Ich bin extrem stolz auf mich. Ja, den Witz habe ich schon so oft gelesen, finde es aber immer noch ganz lustig. Ich schreibe morgen eine Klausur. Viel Glück. Viel Glück ist etwas für Verlierer. Viel Glück. Ja, das könnte tatsächlich eine Konversation zwischen mir und meinem Vater sein. So hat mein Vater mich dann damals auch in die Klausuren entlassen und so hat das dann auch damals bei mir nicht funktioniert in der Schule. Danke nochmal hier an meine Eltern für die tolle Motivation, die ich zu Hause mitbekommen habe. Nee, tatsächlich waren die sehr supportive, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist eine Konversation, die könnte 1:1 so zwischen meinem Vater stattfinden. Das ist genau das, wie wir uns, das ist genau das Level, auf dem wir uns unterhalten. Immer nur auf diesem, ja, seltsamen, ach man, keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. Der Salat schmeckt ja richtig eklig. Hast du die überhaupt gewaschen? Na klar, sogar mit Seife. Oh. Ich will meinen Kopf auf den Tisch hauen. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, Mann. Vielleicht einfach mal... Wie kommt man denn auf solche Sachen? Ich meine, gibt... Oh, ich frage mich das wirklich. Das sind ja alles Flachwitze. Geht ihr auf diese Seife hin? Geht ihr auf diese Seite hin und gibt ein Kack-Flachwitze und dann nehmt ihr den Erstbesten, der kommt? Oder ist das, dass ihr die euch sogar noch selber ausdenkt? Weil dann nutzt ihr eure kreative Energie und verschwendet damit Lebenszeit, auf solchen Sachen rumzudenken. Mann, Salatwitz. Oh, ich muss das eigentlich mal mit Sascha aufnehmen, Alter. Warum freut sich ein DJ, wenn ihm ein Reifen platzt? Seine Plattensammlung hat sich vergrößert. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Da mal wieder der Fall auf schwitze.de. Revira auf jeden Fall teilweise extrem gute Lacher dabei. Teilweise auch dann so Sachen, wo ich mir so denke... Ja, warum tust du das? Klar, der DJ, der seine Plattensammlung durch einen Plattenreifen erweitert. Der Klassiker, man kennt ihn. Was ist grau und tut weh, wenn es auf den Kopf fällt? Ein Parkplatz. Also, wie zum Teufel soll... Man kann mit dem Kopf auf einen Parkplatz fallen, aber... Werden Parkplätze transportiert mit einem Kran und die fallen dann runter? Oder wie soll ich... Ich bin noch ziemlich müde, es ist noch relativ früh morgens, also in YouTube gefilmt. Wir haben erst 11 Uhr, Leute, da bin ich noch nicht ganz wach, aber... Wie soll ein Parkplatz auf den Kopf fallen? Ich hinterfrag einfach nicht mehr, ich mache einfach weiter. Ägyptisch oder ich schieße? Ich kann aber kein Ägyptisch. Ägyptisch jetzt, Raubüberfall in Sachsen. Ägyptisch oder ich schieße? Ich kann aber gar kein Ägyptisch. Ägyptisch jetzt! Raubüberfall in Sachsen. Ja moin, finde ich ganz witzig, finde ich ganz nice. Das Witzigste ist ja, dass wir mit Mo ganz gut sind und wenn Mo abends irgendwo bei uns gammelt oder wir mit Mo unterwegs sind, fällt Mo immer wieder in seinen Ossi-Modus und wenn Mo in seinen Ossi-Modus fällt, sind das auf jeden Fall Garantien für Lachkicks des Todes. Ich möchte jetzt keinen aus dem Osten diskreditieren oder sowas oder irgendwen blöd anmachen wegen seinem Akzent. Ich komme auch aus Köln, ich habe auch einen Akzent, ich kann nicht mal selber richtig Deutsch sprechen. Tisch und Fisch, da hört es bei mir auf, aber ist auf jeden Fall extrem dope und ich feiere den sächsischen Akzent überall und finde es sauwitzig, wenn das jemand irgendwie macht und richtig gut spricht. Das kleine Mädchen hinter mir auf der Achterbahn soll mal aufhören rumzuschreien, als ob die noch nie ein... Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, was da zendiert ist, könnt ihr euch sicherlich denken. Dass das kleine Mädchen dahinter schreit, das ist verständlich. Extrem falsch auf so vielen Ebenen, dieses Meme. Wie heißt es, wenn Helene Fischer an einem Flyer erstickt? Atemlos durch DIN A8. Okay, okay, keine Ahnung, wie man darauf kommt. Atemlos durch DIN A8. Och, yo, was geht, Mann? Das ist dope, das ist dope. Ich kann mir ganz genau vorstellen, wie sowas gewesen ist. Man sitzt abends so mit seinen Freunden am Kamin, trinkt so einen Rotwein und dann kommt da dieser eine Flachwitz und man ballert den raus und alle lachen und man denkt sich, fuck, Mann, ich habe Comedy Deutschland mal wieder revolutioniert und genau das muss dieser Person geschehen sein. Rivera, falls dieser Witz von dir kommt, möchte ich, dass du unverzüglich hier direkt im Ufer auftauchst. Du schreibst ab jetzt meine Witze, dann kann ich vielleicht irgendwie gucken, dass meine Videos doch ein Stück weit unterhaltsam werden, wer weiß. Gestern ist unser WLAN ausgefallen, da musste ich mit meiner Familie Brettspiele spielen. Scheinen ganz nette Leute zu sein. Ja, gut, hey, ist okay, kann man mal schmunzeln fühlen. Warte mal ganz kurz. Keine Ahnung, es ist tatsächlich ja so, dass die meisten Kids mit ihrer Familie großartig nicht mehr reden und wenn dann nur noch über WhatsApp-Smileys kommunizieren. Da stellt sich natürlich die Frage, je nach Familie, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, bei den meisten ist es dann doch ein Vorteil. So, Leute, wir sind am Ende der traurigen Reise angelangt. Es geht nicht mehr weiter. Ich bin auch relativ stolz drauf, dass ich es wieder bis zum Ende durchgehalten habe, meine Freunde. Ich hoffe mal, dass ich dieses Video irgendwie noch auf 10 Minuten strecken kann, vielleicht mit einer kleinen Tanzanlage oder sowas, keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt bei mir im Subreddit vorbei, meine Freunde. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Da sind extrem nette Leute, extrem geile Memes am Start, extrem doper Stuff. Ich habe auch überlegt, jetzt wöchentlich einen kleinen Reddit-Rückblick zu machen. Wenn ihr darauf Bock habt, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das heißt, ich gehe dann quasi einmal hin und stelle einmal die lustigsten Sachen aus dem Subreddit von dieser Woche vor. Lustige Sachen in Anführungsstrichen. Und ja, ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Macht weiter mit den Memes. Feiert es extrem ab, dass ihr euch immer noch so viel Mühe gibt. Vielen, vielen Dank für diese geisteskranke Community.
diesen geisteskranken Support, den ich da immer wieder von euch erfahre. Dickes Herz geht raus an euch. Auch wenn ich manchmal ein bisschen cringe bei den Sprüchen, ist das vollkommen in Ordnung. Macht unbedingt weiter. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.